Sagen Sie, Herr Rondeau, Sie interessieren sich also für ein Investment hier in dieser Ölplattform, wenn ich das richtig sehe. Offiziell möchte ich das natürlich nicht kommentieren und inoffiziell eigentlich erstmal auch nicht, aber kommen Sie direkt zum Punkt. Naja, es ist schwer zu übersehen. Es muss ja einen Grund geben, warum Sie hier sind. Also ich bin erst einmal hier, um mir die moderne Technologie tatsächlich anzugucken, weil hier werden einige neue Bohrtechniken eingesetzt, die für uns nicht ganz uninteressant sind, gerade für die Prototypen, die hier benutzt werden. Das ist natürlich für uns auch nicht uninteressant, sowas mal in Action zu sehen. Und falls sich das wirklich durchsetzt auf dem Markt, dann könnte es möglicherweise passieren, dass ich mich dafür sehr stark interessiere, ja. Aber zum Jawohl. jetzigen Zeitpunkt bin ich einfach nur ein Gast, der sich das anschauen möchte und nicht mehr und nicht weniger. Ah, neue Technologien sind natürlich immer ein sehr guter Anhaltspunkt. Da muss ich schon zustimmen. Wir müssen realistisch sein, wenn wir die Fördermenge in den nächsten Jahren nicht erhöhen können, vor allen Dingen auch die Sicherheit dieser Fördermenge gewährleisten können, dann wird der Weltmarkt in einige Probleme kommen. Wo Sie die Sicherheit ansprechen, meinen Sie denn, diese Technologien, diese neuen, haben auch das Zeug dazu, die Plattformgegner irgendwie zu beruhigen? Gibt es da denn irgendwelche Fortschritte? Halte ich für unwahrscheinlich. Ich meine, wir haben es mit Fanatikern zu tun, denen können sie erzählen, was auch immer sie wollen, die werden sie nicht auf sie hören. Naja, aber Sehr wohl getroffen. so ganz unbegründet sind die Zweifel an solcherlei Unternehmen ja auch nicht. Es gab ja schon mehr als genug Unfälle, ohne jetzt hier irgendetwas unterstellen zu wollen. Da haben Sie mit leider recht. Es gab leider viel zu viele Unfälle. Und so eine neue Technologie verspricht, wurde mir zumindest versprochen, soll so etwas gänzlich abstellen. Und natürlich bin ich dann auch in der Pflicht, das nachzuprüfen. Und falls das wirklich stimmen sollte, was ich inständig hoffe, dann können wir zukünftige Unfälle einfach verhindern, weil sie nicht mehr passieren. Nun, Mr. Rondeau, ich habe mal ein bisschen recherchiert und laut meinen Recherchen gehört die Plattform bereits 70% Tegurate und 30% New World Industries. Möchte BP da irgendwie auch möchte BP da Anteile erwerben? Denn sie produziert ja doch, sie fördert ja auch ziemlich viel Öl. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nicht solche Absichten, nein. Nun, wenn Sie das sagen, will ich es Ihnen mal glauben. Naja, um jetzt das Ganze vorsichtig zu formulieren, wir fördern auch sehr viel Öl. Das streite ich auch gar nicht ab. Aber trotzdem. Naja, das Ganze ist immer noch ein Forschungsprojekt und natürlich müssen wir auch so klug sein, in zukünftige Technologien bereits jetzt zu investieren. Ich meine, wir können nicht immer auf dem Stand bleiben, auf dem wir waren. Ansonsten würden wir heute noch in der Höhle sitzen und das Feuer angucken. Natürlich, natürlich. Und wie gesagt, wenn es wirklich unfallfrei förderbar ist und sämtliche Risiken hier bei dieser neuen Technologie ausgeschlossen sind, selbstverständlich werden wir das dann fördern. Alleine schon aus Eigeninteresse. Ich meine, ich möchte auch gerne meinen Fisch weiter essen, ohne mich zu vergiften, falls Sie verstehen, was ich meine. Natürlich, natürlich, gerade bei den Ölkatastrophen der Vergangenheit. Ich hoffe, man hat daraus gelernt und entsprechend investiert. Nun, zumindest was uns angeht, die Personen, die verantwortlich sind, sind nicht mehr in den Positionen. Ah, Und das hört naja, man da doch sind wohl gerne. auch einige schwere Gefängnisstrafen ausgesprochen worden. Meines Erachtens allerdings zu Recht. Ich meine, hier sind auf jeden Fall Sicherheitsrisiken missachtet worden, aber ich kann Ihnen garantieren, nachdem wir im Vorstand aufgeräumt haben, wird so etwas nicht nochmal passieren. Na, wo wir gerade bei Sicherheitsmaßnahmen ignoriert sind. 2010 gab es ja schon mal so einen Unfall. Damals ist die Deepwater Horizon explodiert. Ja, leider. Und nicht zu vergessen noch der Golf von Mexiko, der verpestet wurde durch Öl. Ja, das wird uns noch die nächsten Jahrzehnte beschäftigen, das aufzuräumen. Da haben Sie leider recht. Nun. Nur zu, nur zu.
Aber sagen Sie mal, selbst neueste Technologie vorausgesetzt, meinen Sie denn, es ist überhaupt möglich, Öl zu fordern, ohne dass nicht wenigstens ein bisschen etwas austritt? Ich meine, bei den Drücken, bei denen da gearbeitet wird, ich bin natürlich kein Fachmann, aber das ist ja alles irgendwie doch höchst instabil und selbst hier auf der Alpha Deep habe ich zumindest gehört, dass auch etwas austreten soll, wie das normalerweise so üblich ist. Wenn ich richtig informiert bin, sind auch Greenpeace direkt vor der Plattform vor Ort und naja, bei der Anzahl an Ölplattformen, die es hier gibt, kommen die ja nicht umsonst. Also ich kann Ihnen garantieren, selbst wenn wir, wenn nichts austreten würde, wäre Greenpeace hier. Das ist nun mal auch dieser Konzern, und Greenpeace ist nun mal ein Konzern, hat gewisse wirtschaftliche Interessen. Ganz genau so ist es. Außerdem würden diese ganzen Protester doch genauso rumheulen, wenn auf einmal der Preis für ihre heißgeliebten Smartphones in die Decke geht, weil das Plastik für die Herstellung nicht mehr vorhanden ist. Richtig, richtig, ganz genau. Das ist eine interessante Ansichtsweise. Ich denke nur, naja, es gibt mehr als genug Ölplattformen. Warum sind sie ausgerechnet dort? Ja, weil das nun mal hier ein prestigeträchtiges Unternehmen ist. Ich meine, es handelt sich schließlich um die Nutzung von Prototypen. Das ist hier, Wissenschaft in der Durchführung. Ganz genau. Diese Protestler sollten, wenn überhaupt, dieses Unternehmen fördern. Denn, wie Monsieur Rondeau zu Recht betont, der technologische Fortschritt bietet immer mehr Sicherheit. Dementsprechend sollte man dies doch fördern und nicht dagegen protestieren. Ja, das ist immer so ein bisschen eine Ansichtssache. Sie haben bestimmt schon mal vom Fracking gehört? Selbstverständlich, auch ich lese die Tageszeitung. Ja, bedauerliche Geschichte, aber das ist eigentlich eher ein amerikanisches Problem, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, ganz recht, aber es ist ja nicht umsonst eine Diskussion, ob solche Verfahren auch bei uns eingesetzt werden sollten. Und wenn man nun mal hört, was dort schon alles geschehen ist und wie das Grundwasser dabei verseucht wird, ist das doch sehr fraglich. Sowas gibt es immer, Kinderkrankheiten, das ist doch selbstverständlich. Deshalb sollte man dem Fortschritt hier auch nicht im Wege stehen. Nun, das ist auf jeden Fall, also diese Insel hier ist auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative zum Fracking. Und wenn Sie meine persönliche Meinung dazu hören wollen, ich bin auch gegen das Fracking. Oh, ich wollte Ihnen jetzt keinen Vorwurf machen. Mich interessiert nur Ihre Meinung. Nun, also, meines Wissens nach machen wir das nicht. Und wir werden auch in Europa in naher Zukunft nicht damit anfangen. Alleine von der Gesetzeslage her ist es zum jetzigen Zeitpunkt eh nicht möglich. Und, die Belastung für die Umwelt, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Also, meines Erachtens ist es absolut gewissenlos, was da gerade in Amerika passiert. Während ihr euch gerade unterhaltet, könnt ihr hinter euch gerade hören, wie wohl einiges Klimpern ertönt. Und wenn ihr euch dann umdreht, könnt ihr erkennen, wie wohl, ja, eine zweite Person gerade am Kaffeeautomaten steht. Hat wohl vor einiger Zeit ein Geldstück reingeworfen, und während er gerade mit seinen Händen unten am Münzauswurf die Hände aufhält, könnt ihr erkennen, wie da wohl seine ganze Hand schon voller Münzen ist, die da jetzt rausfallen, unaufhörlich, und auch auf den Boden klimpern, sodass sie da jetzt, ja, müsstet ihr kurz schätzen, das sind so bestimmt, kleiner Berg hat sich da schon angehäuft in seiner Hand, und eben auch das, was jetzt runterfällt, hört gar nicht auf mehr, der Kaffeeautomaten, dass er da Münzen ausspuckt, ein wahrer Strom, der sich da ergießt, werden sicherlich so 20, 30 Euro sein, die da jetzt gerade in kleinen Münzen auf den Boden klimpern. Tja. Kollege, da haben Sie wohl den Jackpot gewonnen. Ich gebe einen Kaffee für alle aus, wer will. Von dem Automaten, nein, danke. Aber bleiben Sie kurz stehen, es gibt ein nettes Foto. Er dreht sich um, lächelt und... Ja, du erkennst ihn, es ist wohl Dave Orson, der Geologe, von dem der Sicherheitsmann Fürsk eben gesprochen hatte. Ja, Mr. Austin. Ja, ich komme gleich. Steckt sich dann mit beiden Händen links und rechts das Kleingeld in die Hosentasche, versucht es so ein bisschen aufzuraffen. Fürst schaut so ein bisschen, er gönnt es ihm, könnte erkennen, auch wenn so auf seiner Miene eine kleine Unzufriedenheit spielt, drückt er dann aber weg. Und nachdem dann Dave Austin das ganze Klötergeld in seine Hose gesteckt hat und sich dann auch den einen Kaffee, den er sich da geholt hatte, in die Hand genommen hat, kommt er dann auch zu euch rüber. So, Entschuldigung, ich hatte eben, jetzt bin ich da. Dave Austin, mein Name. Ich weiß nicht, ob ich mich... Nee, ich hatte mich noch nicht vorgestellt. Hallo.
Peter Forrester, LA Times. Sie sind der Geologe auf der Alpha Deepwater? Das ist richtig, richtig, richtig. Ich bin jetzt wieder dabei. Wieder? Waren Sie schon einmal dabei? Ja, das Ganze ist quasi auf meinen Mist gewachsen, wenn man so möchte. Ich habe die Stelle gefunden, wo man bohren sollte, und habe dann zusammen mit Tagrato habe ich dann ihr aufgebaut oder aufbauen lassen. Wir hatten natürlich noch ein bisschen Hilfe, unter anderem war Jim Henson noch dabei und Mike Gray, aber er deutet auf zwei, drei verschiedene Personen und ja, die nicken dann auch, wenn sie erwähnt werden. Ja. Ich war, ja, wie gesagt, ein bisschen länger auf dem Festland, Urlaub und so. Ja, sehr, sehr interessant. Gibt es einen bestimmten, ja, wie sind Sie dort auf Öl gestoßen oder haben Sie einfach mal auf gut Glück? Ja. Wie kamen Sie zu der Lokation, sag ich mal? Ja, Henson und Gray sagen, ich hatte Glück, aber naja, wenn man weiß, was man tun soll, dann geht das schon. Ja, sie haben so einen kleinen Spitznamen für mich, Wünschelroutengänger, aber man muss einfach wissen, was man tut, und wenn man sein Handwerk versteht, dann kann man eben aufgrund der geologischen Strukturen Tiefenmessungen durchführen, und da, wo dann Hohlräume zu finden sind, da lohnt es sich doch einmal zu bohren. Und wir haben eine ziemlich große Lagerkapazität gefunden, die dort unten weilt. Aber wenn Sie einfach auf gut Glück gebohrt haben, verstehen Sie mich nicht falsch, Sie hätten auch Pech haben können. Und deutliches Pech, wenn ich das mal so sagen darf. Naja, aber entschuldigen Sie, wenn ich mich einmische. Es heißt ja aber auch nicht umsonst das Glück des Tüchtigen, nicht wahr? Ja, genau, genau. Nee, also natürlich, wir machen vorher doch Probebohrungen, und wenn die nichts ergeben, dann gehen wir halt woanders hin. Das ist die normale Standardprozedur, sagen wir mal so. Aber wir hatten beim allerersten Anstechen hatten wir direkt Öl im Wasser, und ja, seitdem haben wir unseren Schlauch eingehalten und zapfen munter. Das ist ganz interessant. Sie erzählen jetzt hier, wie Sie das Bohr noch gefunden haben, aber was hat so ein Geologe eigentlich danach noch für eine Aufgabe? Inwiefern sind Sie denn da überhaupt eingebunden? Ja, das ist auch ganz interessant. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Quelle nicht versiegt. Das heißt, wir müssen die Absaugleistung kontrollieren. Aktuell sind wir bei 35.000 Barrel, bin ich der Meinung, die wir pro Tag fördern. Und das ist doch schon eine gewisse Kapazität, die da rausgefördert wird. Wir sprechen von 500.000 Barrel, die wir in der Anlage speichern können. Und damit das eben nicht versiegt, müssen wir andere Stoffe... Also wenn man sich mit Druck und mit der Physik auskennt, wir wollen da unten ja kein Vakuum erzeugen oder keinen Unterdruck. Das heißt, damit wir da überhaupt rankommen, müssen wir eben mit Geologen und Physikern dafür sorgen, dass der Druck nicht nachlässt. Aha, hört sich ja doch nach einer recht verantwortungsvollen Aufgabe an, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Mir wurde dann auch in Zukunft, also jetzt, wenn ich wieder da bin, wurde mir dann die Hauptverantwortung dafür übertragen, zumindest von der wissenschaftlichen Seite. Natürlich hat Magnus, der Leiter der Bohrinsel, dann ein Auge darauf, dass das Finanzielle stimmt und das Arbeitspensum und so weiter, aber von meiner Seite aus, mir wird dann ja das Wissenschaftliche übertragen. Das heißt, auch wenn Henson schon ein bisschen älter ist und auch Gray gute Erfahrung hat als Physiker, als Geologe, naja gut, Geologe ist ja nicht wirklich, da wurde mir dann, wie gesagt, von der New World Industries der Vorsitz übertragen. Sagen Sie, was mich in dem Zusammenhang noch interessieren würde, wenn Sie es so reden, dann merkt man ja schon, von der Sicherheit her hängt auch sehr viel von den Arbeitskräften ab, ob diese gut geschult sind und ihre Aufgabe auch wirklich gut erledigen. Wenn ich jetzt mal so zurückdenke an die ganzen Berichte über irgendwelche Unglücke mit Bohrstationen oder auch Tankern, da frage ich mich doch irgendwie, hängt es da wirklich an der Technik, dass diese versagt hat, oder wäre es nicht auch gut möglich, dass es sich oft einfach um menschliches Versagen handelt?
Ja, das bleibt mitunter nicht aus. Also die Technik versagt meistens nicht. Meistens ist es dann der Mensch, der davor sitzt. Oder der dann eben die Maschinen falsch liest oder die technischen Spielereien eben nicht wirklich erkennt. Und da hat dann eben auch Tagurato erkannt, dass es hier eben ein Problem gibt. Das ist auch einer der Gründe dafür, dass wir nur mit 80 Leuten dann die Schichten übernehmen. Also quasi nur ein Drittel von dem Personal, was dann auf vergleichbaren Plattformen zu finden wäre. Ja, normalerweise sind das 160 Menschen, die hier fest angestellt sind. Aber das sind dann eben immer diese 14-tägigen Schichten, sodass dann immer nur 80 Leute auf dieser Plattform sein müssen. Ah, Ungefähr die das. Hälfte davon sind dann professionelle Techniker und die andere Hälfte sind dann Matrosen und das sind dann Leute, die putzen und die in der Küche stehen. Die braucht man dann auch gar nicht mehr für den Betrieb der Plattform, sondern nur noch, damit die Menschen funktionieren. Heißt Also das, dass Fisch. auf der Plattform tatsächlich nur 80 Leute arbeiten, nur 80 Leute im Einsatz sind? Ja, genau, Team 2, also alle Leute, die jetzt aktuell hier sind, die werden Sie dann auch vor Ort wiederfinden. Und was ist mit Team 1 passiert? Was ist mit Team 1 passiert? Ja, die werden abgelöst, die werden dann auch in die Blue 6 steigen und die haben dann auch 14 Tage Urlaub. Das muss ja auch mal sein. Natürlich, natürlich. Bei so harter Arbeit bleibt das nicht aus. Seine Kernbesatzung von 80 Leuten ist wirklich beeindruckend. Ja, das ist richtig, aber wir haben auch 12-Stunden-Schichten. Also die Schicht geht dann um 7:30 Uhr los und dann arbeiten wir bis 18:30 Uhr. Das ist Also natürlich verstehe. noch eine Stunde Pause drin und ja. Die Kostenersparnis ist auf jeden Fall ganz enorm. Ah, ich bin beeindruckt. Ich verstehe ja durchaus den Gedanken dahinter. Ich meine, weniger Leute, dafür qualifizierteres Personal, um Zwischenfälle auszuschließen. Aber werden die Leute, gerade wenn sie jetzt von 12-Stunden-Schichten reden, dabei nicht ziemlich überfordert? Ich meine, dann erhöht doch das die Gefahr, dass ein Zwischenfall stattfindet, doch eher. Wir wissen alle, nach einer gewissen Zeit wird man einfach unkonzentriert und ich kann mir vorstellen, dass gerade bei einer so wichtigen Arbeit die Konzentration sehr, sehr wichtig ist. Ja, Dave, erzähl ihm doch mal davon. Was? Jim, jetzt nicht. Doch, bitte, bitte. Ja, eine weitere Person stellt sich dazu. Ist es wahrscheinlich Jim Wall? Zumindest steht das auf seinem Schildchen, was er dann eben auf Brusthöhe trägt. Computerspezialist. Auch der wurde schon einmal zumindest namentlich vorgestellt. Stellt sich dazu. Ah, Dave hier, legt die Hand auf die Schulter. Dave hier war einige Zeit weg. Urlaub, hattest du gesagt, ne? Ich habe mit einem halben Ohr zugehört. Er stirbt nur so halb. Aha, um was geht es denn, wenn ich fragen darf? Ach ja, wenn ich mich vorstellen darf, Björn Kettler. Ja, ich bin Jim. Jim jetzt nicht. Doch, Dave, er hat dich doch gerade gefragt. Dave hatte einen Nervenzusammenbruch. Aber das ist schon lange her. Nichts, wofür Sie sich schämen müssen, aber wahrscheinlich dann auch ausgelöst durch den vielen Stress und die lange Arbeitszeit, nicht wahr? Oh, ja, genau. Wenn man dann vier Schichten hintereinander macht, da kann ja schon mal passieren, dass man dann durchdreht, sag's doch. Ja, dass man ein bisschen, dass man Urlaub braucht. Schichten hintereinander, das heißt, man 2 Tage konstant am Arbeiten. Geht so etwas? Wie konnten Sie die ganze Zeit konzentriert sein? Ich würde Konzentriert vermuten, der bleiben? Kaffee auf der Bohrinsel ist deutlich besser als hier auf dem Schiff. Ja, Ja, genau das war's. aber selbst damit 2 ganze Tage durcharbeiten, da würde ich auch verrückt werden. Ja, wenn man Verantwortung hat, dann kann man sich auch nicht immer pünktlich ins Bett legen. Aber sagen Sie, ist das Aber denn... da fährt man doch einen Vertreter. Verzeihen Sie, Mr. Kettler, wenn ich Ihnen ins Wort falle. Nein, nein, bitte. Aber da fährt man doch in der Regel Vertreter, oder? Oder zumindest einen, der einem unterstellt ist und den man mit solchen Aufgaben auch mal betrauen kann. Ja, den habe ich schon. Also Hansen ist ja auch da und wie gesagt, Gray als Physiker, als Geophysiker, das geht schon. Aber wenn eben was zu tun ist, dann bleib ich eben noch bei den Maschinen. Dann wollen wir hoffen, dass Sie während unserem Aufenthalt nicht nochmal so eine Dauerschicht einlegen müssen. Nein, nein, der Arzt hat mir davon abgeraten. Das hätte ich Ihnen auch gesagt. Ja, nun gut.
Also es gibt bei Ihnen dann auch keinerlei Kontrolle, was diese Arbeitszeit angeht, wenn ich das richtig verstehe. Es wundert mich nur etwas, wenn ich allein an Lkw-Fahrer auf deutschen Straßen denke. Die dürfen nur eine gewisse Anzahl Stunden fahren und müssen dann eine Zwangspause einlegen, was auch streng kontrolliert und mit Strafen geahndet wird. Da wundert es mich etwas, dass es so etwas hier gar nicht gibt. Mittlerweile gibt's das. Wird nicht wieder vorkommen. Wie gesagt, ich war im Urlaub und seitdem ist wieder alles gut. Naja, es freut mich jedenfalls, Sie wieder auf dem Damm zu sehen. Ich kenne das, wenn man zu lang von der Arbeit weg ist, dann sieht man sich doch wieder nach ihr, nicht wahr? Ja, genau so ist es dann auch. Ja, wie gesagt, ich hatte Ihnen Kaffee angeboten. Wenn ich Ihnen noch einen Kaffee bringen kann, er deutet auf seine übervollen Hosen, streichelt nochmal drüber, dann gebe ich Ihnen einen aus. Ansonsten, ich will nochmal die anderen begrüßen. Wie gesagt, ich war lange weg. Und geh dann nochmal zu den anderen, aber wir sehen uns dann ja sowieso. Ich meine, wenn wir in den gleichen Schichten dann rumlaufen, da bleibt das nicht aus, dass man sich nicht nochmal sieht. Natürlich. Und Sie, ich wende mich nochmal an den Jim. Sie sind also der Computermensch an Bord, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, richtig. Ich bin derjenige, der dann über die Computer wacht. Ist es denn auch so eine schwere und verantwortungsvolle Aufgabe? Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was es da an Technik alles zu überwachen gibt. Er dreht sich wieder um und geht weg. Tja, er scheint da in der Richtung nicht sehr gesprächig zu sein. Naja, wenn es höhere Geheimhaltungsstufe hat, dann hätte er das ja auch sagen können. Ja, der ewige Fluch der Presse. Tja, dabei bin ich noch nicht mal hier, um irgendwelche Sicherheitsaspekte zu durchleuchten. Mir geht es eigentlich eher um das Leben auf einer Bohrstation. Darüber schreibe ich einen Bericht. Das sind nur irgendwelche Nebenfragen, die natürlich mit reinspielen. Durchaus berechtigte Fragen, ganz also, wenn Sie meine Meinung dazu hören wollen. Für welche Zeitschrift schreiben Sie denn? Für die Bunte? Nicht ganz, für die Fokus. Ah, gutes Blatt. Ja, manchmal sagt er mir durchaus auch ein wenig Boulevardpresse nach, aber das kommt und geht. Das ist eine deutsche Zeitschrift? Ganz recht, ein Wochenmagazin. Na. Ah. Vielleicht können Sie das ein bisschen vergleichen, der Name Spiegel sagt Ihnen vielleicht eher etwas. War das nicht diese Zeitschrift, die diese Hitler-Tagebücher abgedruckt hat? Unter anderem, ja. Ja, davon habe ich mal gelesen. Ja, ist schon ein wenig was her, oder? Ja, ganz sicher. Und um ein ähnliches Magazin handelt es sich auch bei der Fokus. Verstehe. Nun, das gibt's bei uns nicht. Also, naja, wenn Sie, haben Sie zufällig ein Exemplar Ihrer Zeitschrift dabei? Oh, tut mir leid, gerade nicht. Ich arbeite auch nicht fest für die Fokus. Ich bin Freiberufler. Ah, ich verstehe. Ja, ist, also diese Zeitschrift ist mir unbekannt, aber man lernt ja nie aus. Ja, hat sich auch natürlich nur in Deutschland etabliert. Dafür sind sie jedoch sehr weit verbreitet. Ja, deutsche Zeitschriften lese ich eigentlich nicht. Ich meine, die meiste Zeit bin ich ja entweder in London oder in Paris. Ich weiß gar nicht, ob ich das verkaufen kann. Bitte? Werden Sie wahrscheinlich auch schlecht beraten, zu deutschen Zeitschriften zu greifen. Oh, doch, also es gibt so eine deutsche Wirtschaftszeitung, die liest einer meiner Kollegen regelmäßig, der ist ganz begeistert davon. Aber, da fragen Sie mich jetzt was, ich habe mir den Titel nicht gemerkt. Aber wenn ich das anmerken darf, Monsieur Rondeau, Ihr Deutsch ist wirklich makellos. Ja, danke, da habe ich auch lange für gebraucht, ich meine, ich bin ja regelmäßig in Deutschland. Ach, Sie haben hier also auch noch weitere Geschäfte. Nun, ich bin, einer der Vorstandsvorsitzenden von BP Germany. Also demzufolge bin ich natürlich relativ häufig in Deutschland. Ja, da werden Sie wohl nicht drum herumkommen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen hier wenigstens ein bisschen. Ich mag Deutschland, also gerade, wie sagt man, ich mag die Mentalität dieser Leute, sie sind sehr geradlinig und sehr zielführend. Sie, bei uns ist es eher so, dass die Leute einem eine halbe Stunde irgendwas erzählen, was sie gar nicht hören wollen. Aber wenn ich einen deutschen Ingenieur frage, dann gibt er mir eine Antwort. Also eine sofortige Antwort.
Die ganze Zeit schnell zur Sache. Richtig. Jetzt muss ich Sie einmal fragen, es ist ein Klischee, dass die Deutschen sehr auf Pünktlichkeit achten. Ist Ihnen das denn auch schon mal aufgefallen? Ich würde es gerne mal von einem Außenstehenden hören. Sicher, aber ich finde das eine sehr begrüßenswerte Eigenschaft. Oh, durchaus, durchaus. Nun, das deckt sich nur nicht immer mit meinen Erfahrungen, deswegen wollte ich es mal etwas genauer hören. Naja, sagen wir es mal so rum, wenn Sie in Paris ein Baguette bestellen, ist es kalt, wenn es an Ihrem Tisch ankommt. Das ist aber auch nicht gerade angenehm. Ja, das Problem hat man hier in Deutschland eher weniger. Wobei ich sagen muss, dass die Küche hier mir nicht allzu sehr zusagt. Sie kochen mir einfach mit viel zu wenig Wein. Haben Sie einmal Labskaus probiert? Ehrlich zu sein, nein. Was ist das? Oh, es ist vorzüglich. Es besteht hauptsächlich aus roter Bete, einem Spiegelei, etwas Kartoffeln, nun ja, und Rindfleisch. Ja, das klingt interessant. Sollten Sie aber in einem echten deutschen Restaurant zu sich nehmen, ansonsten am besten vielleicht sogar in privat gekocht. Und, ja. Und ganz sicherlich sollten Sie dies in Norddeutschland tun. Ich denke, da werde ich meinen Sekretär mal nachfragen, der ist Deutscher. Er wird es sicherlich kennen. Wahrscheinlich. Er erzählt mir immer irgendetwas von Bier und Brezeln. Ich weiß auch nicht genau, worauf er hinaus will, aber... Ach, dann kommt er ja aus dem Süden. Das kann gut sein. Er arbeitet noch nicht allzu lange für mich. Ich meine... Naja, ist doch egal. Meinen Sie, ob diese Kantine heute noch öffnet? Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte durchaus sein, dass sie nur zu den vorgesehenen Pausenzeiten, nun ja, zumindest etwas Warmes zu essen anbietet. Ach, um etwas zu essen geht es mir gar nicht, dafür ist es mir ehrlich gesagt noch viel zu früh. Aber ein Kaffee, der nicht aussieht, als ob er von einem anderen Planeten kommen würde, wäre mir doch ganz tatsächlich ganz lieb. Wäre ich sogar bei Ihnen. In der Tat, da würde ich auch nicht Nein sagen.